Hallo Leute und willkommen hier bei MiaPaket. Ihr seht schon die Macht der drei Linsen. Also wir haben hier ein iPhone 11 in der neuen Farbe Midnight Green oder zu Deutsch glaube ich Nachtgrün wird sie genannt. Und das packen wir jetzt heute mal hier gemeinsam aus und schauen mal, was hier so drin steckt. Also kein iPhone 11, ach Gott, ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, ein iPhone 11 Pro natürlich. Es gibt ja noch das iPhone 11 Pro Max, super Name, und das normale iPhone 11, das dann aber nur zwei Kameralinsen hinten auf der Rückseite hat, so wie das iPhone X und XS zu ihren Zeiten. Also schauen wir doch mal rum, was wir hier so haben. Ich packe direkt mal aus. Das Teil ist noch ganz, ganz frisch. Es ist quasi noch warm von der Hand des UPS-Lieferanten, also gerade erst eingetroffen. Und erstmal die Packung. Ist sehr schön gestaltet. Das sieht sehr echt aus schon, was man hier sieht. Ist wieder so ein kleiner Hochdruck. Man kann auch hier das iPhone spüren, wenn man drüber fährt. Und ganz interessant, auch hier den Kamerahubbel, dass es dann nochmal ein bisschen höher geht. Also schön gestaltet, auch die Farbe lässt sich erahnen. Auch hier dann der farbige Druck, wo dann allerdings hier nur iPhone steht und nicht iPhone 11 Pro oder iPhone Pro oder sowas. Apfel, iPhone, Apfel. Und auf der Rückseite das Übliche. Wir machen gar nicht lange rum. Einmal anheben die Packung und dann schauen wir mal rein. Und da liegt es auch schon direkt vor uns, das iPhone 11 Pro. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Ich bin ja gar kein Fan von diesem Kamerahubbel auf der Rückseite. Habe ich ja in einem frühen Video schon gesagt, wo es dann die Gerüchte halber darum ging, ja, dass jetzt hier diese drei Kameras mit diesem fetten Teil auf der Rückseite kommen. Oh, da habe ich ja so ein bisschen rumgekotzt hier auf YouTube. Aber naja, wir schauen gleich mal. Ich glaube, in echt sieht es jetzt dann doch ein bisschen schöner aus. Wir haben hier nochmal mit dabei unsere ganz normalen Apple EarPods mit dem Lightning-Anschluss, wo ist er? Irgendwo hier drin. Auf jeden Fall die ganz normalen, wie man sie seit Ewigkeiten kennt, mit Lightning-Anschluss dran. Dann haben wir aber hier was Neues, nämlich ein Lightning-Kabel. Und zwar haben wir einmal, naja, ganz normal eben Lightning auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ups, wenn ich es mal rausziehe, haben wir jetzt hier den USB-C-Anschluss. Also es gab dieses Jahr ja leider kein Update hier auf überall USB-C, das wäre mal schön gewesen. Aber naja, so halb zumindest hier nicht mehr Lightning auf USB-A, sondern Lightning auf USB-C. Das hätten wir hier beim Käbelchen dabei. Und das Netzteil, jo, das ist endlich auch mal ein bisschen fetter geworden. Nicht mehr das standardmäßige 5 Watt Netzteil, sondern das hier ist das 15 Watt Netzteil zum Fast Chargen. Ich wollte gerade mal schauen, wo es steht. Hier sehen wir den USB-C-Anschluss und hier ganz dazwischen klein haben wir dann stehen, dass wir hier ein 15 Watt Netzteil haben zum Schnellladen. Das wird allerdings nur bei den Pro-Modellen mitgeliefert. Beim regulären iPhone, also dem Nachfolger vom iPhone XR, gibt es immer noch das kleine 5 Watt Netzteil. Okay, dann kann die Packung mal zur Seite. Hier schauen wir noch kurz dort rein. Hier, das kennen wir ja, unsere ganz normale Standardanleitung, unser SIM-Tool. Aber was ich jetzt hier mal noch kurz sehen möchte, ist, ob sie die Apple-Sticker vielleicht dann mal farbig gemacht haben. Also hier ganz normal, hallo, so geht zwischen, Face-ID, alles, nee, na, doch, ganz standardmäßig die weißen Apple-Sticker sind noch mit dabei. Okay, dann schauen wir uns mal das iPhone 11 Pro an und erstmal hier hinten zur Kamera haben. Ach komm, ich mache erstmal hier die Folie ab. Immer was ganz Besonderes. Einmal, die ging gar nicht rum. Das war ja nur auf der Vorderseite eine Folie. Und die Rückseite hat gar keine Folie drauf. Ach, das ist ja mal krass. Normal hat die Rückseite auch immer eine Folie drauf. Also, nur die Front. Und die sieht aus, ja, wie man es halt kennt, hier vom iPhone X und vom iPhone XS. Da hat sich ja gar nichts getan. Aber die Rückseite, da hat sich einiges getan. Wir haben hier unsere Kameras. Und wenn ich mir das mal anschaue, es sieht in echt natürlich besser aus, als es jetzt bei den ganzen Leaks am Anfang war. Da war ja hier immer alles komplett schwarz und es sah echt, echt übel aus. Aber ich muss sagen, so in Natura, oh, es geht eigentlich, sieht gar nicht so übel aus. Vor allem, da das hier ja auch mit diesem Glas ganz cool gemacht ist. Denn die komplette Rückseite ist ja aus einem einzigsten Stück Glas gefertigt. Das heißt, wir haben hier dieses Frosted Glas, also was so ein bisschen ja, milchig eher aussieht und matt aussieht und sich auch sehr, sehr gut anfühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich sehr gut an. Allerdings doch ein gutes Stückchen ja, rutschiger und nicht so griffig jetzt wie das normale glänzende Glas. Aber sieht gut aus.
fühlt sich gut an, macht einen hochwertigen Eindruck natürlich. Für den Preis muss das auch so sein. Aber dann hier der Kamerahubbel, der ist der ist gar nicht mal so hoch. Also das iPhone ist ja minimal dicker geworden, aber hier der Kamerahubbel macht einen guten Eindruck und dort ist das Glas dann aber auch glänzend, wie man hier sehen kann. Und dort haben wir die drei Kameras, einmal die ganz normale Weitwinkelkamera, dann die super Weitwinkelkamera, die ja jetzt hier neu ist, und die zweifache optischer Zoom-Kamera, dann hier unten drunter nochmal was fürs Mikrofon und unser Blitz, und das war's dann schon. Was aber hier auch nochmal auffällt, wenn ich mal das iPhone 10 daneben halte, schaut mal, wo das Apple-Logo jetzt hier gelandet ist, nämlich hier in der Mitte vom iPhone und nicht mehr hier oben. Wahrscheinlich wäre es dann irgendwie zu nah hier am Kamerahubbel dran gewesen, deswegen wurde es dann etwas weiter nach unten geschoben, und wir haben hier unten nochmal das CE-Zeichen und dass das Ding nicht in die Mülltonne gehört. Ansonsten steht da aber nichts mehr drauf, kein Schriftzug mehr, iPhone oder sonstiges, da haben sie viel weggespart. Der Rahmen, schauen wir uns mal den Rahmen an, der ist natürlich nochmal hier aus Stainless Steel, aus Edelstahl, allerdings auch hier in dieser Midnight Green Farbe, die sieht jetzt hier in der Kamera fast schon schwarz aus, aber je nachdem, wie das Licht reinfällt, kann man dann durchaus diesen leichten grünen Schimmer erahnen. Es ist ja kein knalliges Grün, es ist ja wirklich so, industrielles, dunkles Grün, so würde ich es mal bezeichnen. Und der Rahmen, der sieht gut aus, ganz normal. Haben wir dann immer noch hier unsere lauter leiser Tasten. Der Mute-Switch, wie er oft gemunkelt wurde, der hat sich dann auch nicht geändert. Der ist immer noch so, wie er schon die ganze Zeit war. Also keiner wie beim iPad, dass man den von oben nach unten schiebt, sondern dieser seitliche Schalter ist uns erhalten geblieben. Wir sehen hier nochmal die Antennenlinie, genauso wie hier weiter unten auf der Oberseite. Sehen wir auch nochmal hier eine Antennenlinie direkt über der Kamera. Und dann nochmal hier unseren Power-Button natürlich und den Einschub für die SIM-Karte. Ja, und unten auch ganz standardmäßig haben wir einmal hier den Lightning-Anschluss, dann den Lautsprecher und das Mikrofon und nochmal hier so eine Antennenlinie. Und da kann man schon mal erkennen, ja, da hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt nämlich hier nur noch diese drei Löcher statt wie beim iPhone 10. Damit vergleiche ich das einfach mal, statt hier der symmetrischen Löcher für Mikrofon und Lautsprecher. Also die Symmetrie ist hier ein bisschen flöten gegangen. Dafür wird dann bestimmt hier der Empfang etwas besser sein. Ja, also das ist es wohl, das iPhone 11 Pro. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wenn es ums Testen geht, wie sich hier die Kameras schlagen. Besonders gespannt bin ich auf den Nachtmodus. Der soll ja, obwohl es gar nicht so gut aussah bei der Keynote, habe ich jetzt mal so gehört von anderen Medien, echt gut sein. Der soll einen guten Job machen und da bin ich sehr drauf gespannt. Ein extra Kameratest wird es hier im Kanal natürlich auch wieder geben. Da werde ich es vergleichen mit dem iPhone 10. Da werde ich mal ein bisschen rumziehen, ein paar Fotos schießen und dann könnt ihr mal sehen, was das iPhone 11 hier jetzt so viel besser macht wie das iPhone 10 oder auch das iPhone 10s. Und dann kommt für mich hier natürlich später noch die Frage der Fragen, behalte ich das Ding hier? Denn ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, ob es das schon ist, das Upgrade, das ich jetzt hier behalten möchte, oder ob ich noch ein Jahr länger hier auf dem iPhone 10 bleibe, mit dem ich eigentlich immer noch sehr zufrieden bin. Ich hätte ja gerne hier oben mal gesehen, dass die Notch ein bisschen kleiner wird, aber da hat sich ja dieses Jahr überhaupt gar nichts getan. Die sieht immer noch genauso aus und von daher könnte es auch gut sein, dass ich jetzt mal noch ein bisschen warte bis zum nächsten Jahr, denn da würde es mit Sicherheit ein größeres Redesign geben. Aber die Entscheidung, die ist noch nicht getroffen. Von daher schauen wir erstmal. Ich werde es jetzt mal testen, Freunde, und halte euch hier natürlich auf dem Laufenden bezüglich des iPhone 11 Pro. Und hier so eine neue Apple Watch, die ist auch noch auf dem Weg zu mir. Da bin ich auch noch sehr drauf gespannt auf das Always-On-Display. Das soll es aber jetzt vom Unboxing erstmal gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut.